Willkommen zur Webflow-Trickkiste, eine immer weiter wachsende Bibliothek an Codevorlagen, Tools, Clonables und Inspirationsquellen für deine Webdesign-Projekte. Gerade bei meinen Kundenaufträgen kam es sehr häufig vor, dass ich bei Website-Projekten eben ganz spezifische Anforderungen an einer bestimmten Stelle hatte. Ja, und dafür dann mir eben mit Custom Code in gewisser Weise etwas dazu bauen musste, was von Webflow von Haus aus so nicht gegeben war. Und auch wenn du vielleicht bei deinen Kundenaufträgen momentan ohne viel Custom Code auskommst oder es gar nicht brauchst, wird der Tag kommen, wo deine Projekte auch aufwendiger werden, ein bisschen ja, spezieller, und genau dafür ist dann diese Bibliothek gemacht und da werden sicherlich die ein oder andere Codevorlage sehr nützlich für dich sein. Und das Tolle dabei ist, dass es sehr einfach zu integrieren ist und da habe ich extrem drauf geachtet. Das heißt, du hast bei jeder Codevorlage ein Video wie ein eigenes Tutorial genau für diesen Use Case. Zusätzlich habe ich ein Beispielprojekt quasi angelegt, an dem ich dir dann demonstriere, wie das Ganze eben funktionsfähig eingebaut werden kann, und dann musst du nur den Code quasi einmal rüber kopieren in dein Projekt und verschiedene Attribute angeben, ja, bei Elementen, die ich dir ganz genau erkläre, und das sind meistens nur ein, zwei Attribute, und dann funktioniert das Ganze schon. Die Videoanleitungen sind sehr kurz gehalten, meistens unter 5 Minuten, und falls es mal keine Videoanleitung gibt, habe ich dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung schriftlich quasi dargestellt, und wenn du die Trickkiste einmal kaufst, wirst du alle zukünftigen Codevorlagen und Tricks, die ich eben hinzufüge, auch kostenlos freigeschaltet bekommen. Auf der Seite selber kannst du sehr einfach Filter anwenden, wenn du zum Beispiel einfach mal dir ein paar Codevorlagen anschauen möchtest. Und dann siehst du, habe ich auch Vorschau-Videos immer integriert, um dir schnell zu demonstrieren, was für ein Problem diese Codevorlage jetzt zum Beispiel löst. Über die Checkbox kostenlos gelangst du zu den Inhalten, die ich auch for free einfach hier in die Bibliothek mit integriert habe. Einerseits zum Beispiel eben Inspirationsquellen, die ich häufig bei Webdesign-Projekten nutze. Genauso auch kostenlose Clonables, die ich als sehr wertvoll erachte. Habe auch hier bei Effekten versucht, immer dir direkt eine Vorschau zu geben, dass du siehst, was dich in dem Clonable auch erwartet, ohne da jetzt irgendwie erstmal dir das selbst anschauen zu müssen. Und das sind schon einige wertvolle Dinge dabei, die ich einfach hier in Zukunft dann auflisten möchte. Die kann sich jeder sofort eben in sein Webflow-Dashboard kopieren. For free, kostet gar nichts. Und bei den Codevorlagen kann ich dir gerne mal ein paar Beispiele geben, auch reale Use Cases. Ich habe zum Beispiel bei dem Kundenauftrag das Problem gehabt, dass ich innerhalb von einem Akkordeon, und das Akkordeon muss ich ja Overflow hidden stellen, damit das eben den Inhalt versteckt, und dort hatte ich eine sehr technische, große, lange Tabelle. Und der Kunde wollte einerseits einen Sticky Sidebar haben. Ist ja auch klar, dass man halt immer weiß, bei welchem Artikel man gerade ist und man sich die Daten so anschaut. Zudem sollte aber auch der Header sticky mitscrollen. Und wie du weißt, wenn du eben Position Sticky anwendest in Webflow, ist das eigentlich nicht möglich innerhalb von Element, das Overflow hidden hat. Und genau für dieses Problem habe ich dir zum Beispiel eine Lösung hier mit integriert. Dann hat man auch häufig den Fall, dass man horizontal scrollbare Bereiche integriert, wie hier zum Beispiel. Ja? Und dann machst du mit Overflow Auto im Prinzip eine super Einstellung, dass es auf Touch-Devices super geslidet werden kann, genauso auf Laptops mit dem Trackpad. Das Problem ist nur, wenn du jetzt eine Maus hast und das Ganze mit einem Scrollwheel bedienen willst, geht es eigentlich nicht. Ja? Und dann kann man hier Button integrieren mit zwei Attributen, die du denen vergeben musst. Und dann kannst du im Prinzip das Gleiche wie eine Slideshow nutzen, obwohl du gar nicht wirklich eine Slideshow integriert hast. Das ist also meiner Meinung nach schon ein Must-Have-Fallback bei jedem Kundenprojekt, egal ob es jetzt hier so ein großer Bereich ist oder auch mal nur eine kleine Navi, die irgendwie horizontal gescrollt werden soll, weil sie irgendwann abgeschnitten wird auf Mobile Devices. Und dann gibt es noch viele kleinere Tricks, zum Beispiel hier eine Seite, wo du einfach mal zum Beispiel einen Infobanner anzeigen lassen willst, und der soll natürlich auf der Startseite dann nur einmal kommen. Wenn du den dann wegklickst und die Seite jetzt neu lädst, taucht der nicht mehr auf. Und genau so soll es sein. Das heißt, da ist ein Cookie gesetzt und der merkt sich, ob der Seitenbesucher schon mal auf der Seite war. Oder eine Codevorlage, die zum Beispiel Lazy Loading endlich zu Background-Videos bringt. Das heißt, auch hier eine klare Videoanleitung, wie du das Ganze integrierst. Oder zum Beispiel, wenn du eben Webflow-Tabs, ja, die Tab-Komponente, einfach Autoplay durchlaufen lassen möchtest, was bisher noch gar nicht möglich ist, hilft dir dieser Custom Code, den du auch sehr einfach über den Button dann pausieren kannst. Das heißt, das Ganze ist auch immer sehr nutzerfreundlich aufgebaut. Genauso, wenn du zum Beispiel mal auf ein bestimmtes FAQ in einer ganzen Liste von einer anderen Seite aus verlinken möchtest, ja, das kann auch sehr gute Anforderungen beim Kundenauftrag sein. Und dann kannst du auch das hier sehr einfach lösen, indem du in dem Link einfach was mit hinten dran setzt. Also du kannst darauf vertrauen, dass ich hier stetig jeden Monat weitere Dinge hinzufüge, und den Preis, den du jetzt auf der Seite findest, das wird der günstigste Preis sein, den du hier für diese Bibliothek bekommst. Je mehr ich hinzufüge, desto höher geht auch der Preis. Und mein Ziel ist es hier, so ungefähr 100 Tricks zu haben, die auf jeden Fall eine Menge Mehrwert bieten sollen.